Was zuletzt geschah. Der Kampf gegen den dritten General stand bevor. Groudon würde gegen die Krieger aus der anderen Welt antreten. Doch am Morgen zuvor sprachen Günther und Chillast noch miteinander. Alle anderen schliefen noch. Chillast erklärte Günther, was in seiner Vergangenheit geschehen war und weshalb Groudons Fall sein letzter Schritt aus einer düsteren Vergangenheit wäre. Und anschließend brachen sie auf. Der General erkannte diejenigen, die ihn sein Juwel kosteten, sofort. Doch er klärte auch auf, wofür er kämpfte. Darkrai hatte den roten Juwel. Und bei einem Sieg der dunklen Armee würde Groudon ihn bekommen. Im Namen des Waldkontinents begann ein Kampf, bis Groudon Evie in eine Falle lockte. Chillast rettete sie, wurde jedoch verwundet. Günther wollte zum Rückzug blasen. Doch wie aus dem Nichts offenbarte Groudon ein düsteres Geheimnis. Er war es gewesen, der Chillasts Eltern getötet hatte. Er war derjenige gewesen, der Chillast das Leben schon immer zur Hölle gemacht hatte. Chillast weigerte sich nun zu fliehen und in einem knappen Szenario endete der Kampf im Unentschieden. Groudon fiel. Und Chillast starb. Kapitel 26. In unseren Herzen wird er weiterleben. Genau wie nach dem Sieg über Kyurem wurde wieder die gesamte Gegend von einem dunklen Blitz erhellt. Wieder war dieselbe Stimme zu hören. Versager, du hast deinen Meister enttäuscht. Kehre dorthin zurück, wo du herkommst. Als die Gegend um uns herum wieder sichtbar wurde, war Groudon fort. Das Emblem blieb jedoch. Doch bevor ich es aufsammelte, hatte ich etwas anderes vor. Warte, wer auch immer du bist. Die Stimme ging auf meinen Ruf ein. Meinst du etwa mich? Wen soll ich sonst meinen? Wer bist du? Was sollen deine Auftritte hier? Einen Moment lang blieb die Stimme ruhig. Dann sprach sie. Ich bin einer von Darkrais treuesten Mitstreitern. Wer ich genau bin? Kommt morgen zum Mittag wieder hierher, dann treffen wir uns in Person und eure Reise wird enden. Im nächsten Moment war die Stimme verschwunden, doch nun bestand ein neuer Plan. Am nächsten Tag würden wir die Quelle der Stimme treffen, das Pokémon, das unfassbar wahrscheinlich ein weiterer General war, der vorletzte. Der Krieg neigte sich wahrlich dem Ende zu. Doch zum Stichpunkt Ende mussten wir alle wieder zurückkehren. Wir hatten Groudon besiegt und das Emblem gewonnen. Doch für welchen Preis? Ein weiterer tapferer Krieger war unter der dunklen Armee gefallen. Und ich schwor mir in diesem Moment, dass es der letzte bleiben würde. Einige Zeit später kamen wir wieder in unserer Hütte an, wo wir bereits erwartet wurden. Hat es geklappt? Habt ihr gewonnen? Nachdem sie ihre Frage gestellt hatte, fiel Latias die Laune auf, die unsere gesamte Gruppe übersäte. Vor allem Evie sah man den Schmerz deutlich an. Sie war so fertig, dass sie den gesamten Rückweg nicht laufen konnte und ich sie tragen musste. Meine Ärmel waren durchnässt von ihren Tränen. Was ist passiert? Ich zeigte ihnen das Emblem. Wir haben gewonnen, aber der Preis war es nicht wert. Wir haben einen weiteren Freund verloren. Es dauerte nicht mehr lange, bis wir alle uns im Zentrum des Waldes versammelt hatten. Wir wollten Chillast zumindest ein würdiges Begräbnis zuteil werden lassen. Für Shinux war natürlich dasselbe geplant. Jedoch waren wir uns alle einig gewesen, dass dies erst nach unserer Rückkehr nach Silberdorf stattfinden würde. Ein großer Stein markierte den Ort. Auf ihm hatten wir etwas eingeritzt. Chillast, 9973 bis 9994, starb als Krieger. Er wird auf ewig in unseren Herzen weiterleben. Keiner sagte ein Wort, als wir einige Minuten vor dem Grabstein standen. Wir hatten uns bewusst für genau diesen Ort entschieden. Chillast, vielleicht hörst du mich nicht, aber
Ich hoffe, dir gefällt dieser Ort. Wir haben uns die Mitte eines Waldes ausgesucht. Du hast Wälder immer sehr gemocht. Der Ort, der für dich eine wahre Heimat war, war der Waldkontinent. Und nun wirst du hier, in diesem Wald, in der Welt der Menschen, deine letzte Ruhe finden. Ivy atmete kurz tief durch. Du warst dein gesamtes Leben über ein sehr geplagtes Pokémon, nicht? Du hast oft versucht, es zu verstecken, aber es hat nicht immer gut geklappt. Ich hoffe, dass, wo immer du jetzt auch bist, du all deine Sorgen vergessen kannst. Wer weiß, vielleicht siehst du nach all den Jahren ja sogar deine Eltern wieder. Ich hoffe, es wird dir gut gehen, wo auch immer du bist. Ich werde dich nie vergessen. Keiner von uns wird das. Und eines Tages, in der fernen Zukunft, werden wir uns wiedersehen. Und ich werde diesen Tag erwarten. Aber bis es soweit ist, werde ich kämpfen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Dein Opfer wird nicht umsonst sein. Chillast. Lebe wohl. Ich werde dich immer lieben. Bald brach der Abend an. Wir alle redeten nicht viel. Ich fühlte mich schuldig für das, was geschehen war. Ich hätte sie einfach nicht in den Kampf ziehen lassen sollen. Aber ich hatte mich von Emotionen übermannen lassen. Und dafür hatten wir Chillast verloren. Bulbi bemerkte, was ich dachte. Günther, ich weiß, was du denkst, aber es ist nicht deine Schuld. Wir haben alle darauf bestanden. Seemops, Ivy, ich und auch Chillast selbst. Wir müssen jetzt nicht die Schuld für das finden, sondern weitermachen. Auch Ivy weiß es. Sie ist niedergeschlagen, so wie wir alle, nur deutlich schlimmer. Ich meine, wenn jemand weiß, wie sie sich fühlt, dann bin ich das. Sie sah mich traurig an. Aber wir müssen jetzt einfach weiterkämpfen. So wie wir alles immer sagten. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. In Shinnoks Namen. Und nun auch in dem von Chillast. Ich wusste, dass sie recht hatte. Und ich raffte mich wieder auf. Also gut. Morgen treffen wir dieses Pokémon, das vermutlich der vierte General ist. Wir wissen nicht, was wir zu erwarten haben, also müssen wir planen. Wer kommt mit in die Schlacht? Unsere Überlegungen dauerten eine ganze Weile an. Ich war vor allem dafür, dass Ivy fürs Erste aussetzen würde. Doch sie bestand darauf, unbedingt mitkommen zu wollen. Ich machte mir Sorgen, doch ich wusste, dass ich sie nicht aufhalten sollte. Doch ich würde definitiv ein Auge auf sie haben. Ansonsten entschieden wir uns dafür, Bulbi, Bisasam, Latias, Lord Ecke und Latios in den Kampf zu schicken. Wir wollten komplett auf Nummer sicher gehen, weshalb wir uns für diese Auswahl der vermutlich stärksten sechs einigten. Seemops und Tydropi würden hier warten. Am nächsten Tag brachen wir bereits früh am Morgen auf, jedoch nicht auf direktem Wege. Kaum hatten wir die Hütte verlassen, fragte Ivy. Können wir noch einmal Chillast besuchen, bevor wir uns in die nächste große Schlacht stürzen? Selbstverständlich waren wir alle einverstanden und machten uns auf zu Chillasts Grab. Auf dem Weg geschah jedoch etwas Seltsames. Latias stoppte auf einmal komplett. Sie starrte vollkommen ins Leere. Nach wenigen Sekunden war sie wieder bei uns. Was war das, Latias? Sie wirkte verwirrt. Ich weiß es nicht genau. Ich habe etwas gesehen. Latios und mich. Wir haben irgendetwas bekämpft. Irgendeine Art Eisklumpen? Auch Latios wirkte verwirrt. Ich wüsste nicht, dass so etwas jemals passiert ist. Ich auch nicht. Vermutlich bin ich einfach nur überspannt von dem, was geschehen ist. Lasst uns weiterziehen. Als wir am Grab ankamen, erwartete uns jedoch eine Überraschung. Bei dem Grab war bereits jemand. Ein Mensch kniete davor und legte etwas auf den Boden. Er war selbst nicht zu erkennen, doch anhand der beiden Pokémon neben ihm wusste ich, wer es war. Leon. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, ihm die Nachrichten nach der Schlacht diesen Nachmittag mitzuteilen. Jedoch hatte er es offensichtlich bereits selber mitbekommen. Er war mit dem Rücken immer noch zu uns gedreht und stand auf. Er sah kurz hinauf in den Himmel, als er begann zu sprechen. Günther, du bist also noch einmal hierher zurückgekehrt. Er drehte sich zu uns um. Ich weiß, was alles geschehen ist. Ich weiß von Chillasts Schicksal. Ich weiß, wie es dazu kommen konnte.
Ich merkte, dass er nicht freundlich gestimmt war. Es tut mir leid, ich wollte es dir später alles mitteilen. Er ging nicht auf das ein, was ich gesagt hatte. Ich bin nicht wütend auf dich, ich bin enttäuscht. Chelast, mein bester Freund, war dein Mitstreiter. Du als sein Trainer hattest die Verantwortung über ihn. Doch durch dein unvernünftiges Handeln. Er atmete schwer durch. Was ich sagen will, unter diesen Umständen sehe ich eine Zusammenarbeit nicht mehr als möglich. Im Gegenteil, ich sehe nun, dass du nicht in der Lage bist, Darkrai zu besiegen. Ihr seid stark, doch euch fehlt die Vernunft. Ihr seid nicht die Richtigen. Deswegen endet hier eure Hauptrolle in diesem Krieg, Günther. Ich fordere dich heraus. Ein Duell um die Embleme. Was? Bist du verrückt geworden? Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber dieses Handeln bringt uns nicht weiter. Außerdem, weißt du nicht selbst, dass du unterliegst. Du bist rangniedriger als Nance. Anders als du weiß ich, mich unauffällig zu verhalten. Hältst du mich für närrisch? Ich war lange der einzige Mensch, der sich mit Pokémon unterhalten konnte. Mir war klar, dass ich eine bedeutende Rolle in diesem Krieg einnehmen musste. Denkst du, ich wäre grundlos ein Held der Zeit? Ich könnte Snance schon lange besiegen. Vielleicht sogar Olaf. Wer weiß. Alles, was ich weiß, ist, dass ich dich zu einem Kampf herausfordere. Also, Günther, ich werde Chelast die letzte Ehre erweisen. Mach dich bereit. Ein letztes Mal versuchte ich, ihn zu beruhigen. Entspann dich. Außerdem weißt du, dass du niemanden um die Embleme herausfordern kannst ohne einen Einsatz. Oh, ich hab einen Einsatz. Wenn ich gegen dich verliere, endet meine Karriere als Trainer. Ich werde all meine Pokémon freilassen und von der Kampffläche verschwinden. Aber so weit wird es nicht kommen, denn wir werden nicht verlieren. Und so begann ein weiterer Kampf in diesem Krieg gegen Leon, den ich als meinen Mitstreiter gesehen hatte. Doch ich verstand ihn auch. Sein Schmerz war deutlich spürbar. So begann der Kampf. Ich dachte eigentlich, dass Leon nur 3 Pokémon hatte. Spark, Endivio und Waldbrand. Doch offensichtlich hatte er noch andere in der Hinterhand. Er begann den Kampf mit einem Galoppa. Ich begann den Kampf mit Latias und war somit in einer ziemlich guten Lage. Sie selber konnte nicht sonderlich stark getroffen werden, beherrschte jedoch Erdbeben. Sie war schneller als Galoppa und schaltete es mit einem Schlag aus. Leon wirkte nicht eingeschüchtert und schickte ein Rabigator in die Schlacht. Ich merkte jedoch trotzdem schnell, dass Leon keine großen Chancen in diesem Kampf haben würde. Latias lud einen Solarstrahl auf. Ich merkte, wie Ivy sich am Rand des Kampffeldes die Tränen zurückhalten musste. Sie würde diese Attacke nach dem, was geschehen war, wohl nie wieder mit normalen Augen sehen können. Rabigator traf mit einem Knirscher und richtete einiges an Schaden an, schaffte es jedoch nicht, Latias auszuschalten. Anders als Latias Solarstrahl. Latias hatte bereits 2 Pokémon besiegen können. Anschließend folgte der erste Höhepunkt des Kampfes. Spark kam in die Schlacht. Mit dem exakt selben Angriff, den auch sein Vorgänger genutzt hatte, und seiner unfassbaren Geschwindigkeit konnte er Latias ausschalten. Ich überlegte kurz, wen ich als nächstes in den Kampf schicken sollte. Doch ein Blick in die Reihen meiner Freunde sagte mir alles. Spark war Ivys Gegner. Kaum betrat sie die Kampffläche, begann der erwartete Streit. Siehst du jetzt endlich die Wahrheit? Von dir kommt nichts Gutes. Diejenigen, die in deiner Nähe sind, leiden alle unter dem Fluch, den du mit dir bringst. Reicht dir der Tod deines Freundes, damit du es realisierst? Nein, ich kenne inzwischen die Wahrheit. Das, was geschehen ist, lag nicht an meinem Fluch. Vorgestern Abend habe ich noch mit ihm gesprochen. Er hatte dort schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Und er hat mir gesagt, egal was passieren würde, ich solle nie die Wahrheit vergessen. Ich bin kein Fluch und ich war nie einer. Und er sagte, soll ihm hier etwas zustoßen. Ich soll mir immer merken, es wäre nicht meine Schuld. Und ohne mich wäre er nie so glücklich geworden, wie er es war. Und jetzt werde ich für ihn kämpfen. Tja, es ist wirklich toll, dass du so motiviert bist. Aber Groudon ist nicht der Einzige, der dir zeigen kann,
dass du sogar für dich selber zum Fluch werden kannst. Sofort nutzte er Regentanz und Ivy wurde zu einem Aquana. Sie traf ihn mit einer Aquaknarre, machte jedoch wenig Schaden. Dich zu besiegen ist einfach. Vielleicht lernst du jetzt endlich aus deinen Fehlern. Sein nächster Angriff war Donner. Auch er wusste, wie er Ivy schaden konnte. Doch er unterschätzte den Willen eines jungen Pokémon. Sein Donner schlug ein und richtete kaum Schaden an. Er traf auf ein kampfbereites Volipurba. Spark schien völlig schockiert. Chillast ist weg, da Groudon diese Technik gegen mich genutzt hat. Und ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich werde endlich Herrin über die Macht, die in mir schlummert. Und jetzt zeige ich dir, wozu mein Fluch imstande ist. Sie setzte Erdbeben ein und Spark war sofort kampfunfähig. Ich werde diesen Kampf beenden. Für Chillast. Waldbrand kam als nächster in den Kampf, da auch er von Erdbeben stark getroffen wurde. War mir klar, dass Leon keine guten Optionen gegen Ivy hatte, nun wo sie ihre Kräfte gemeistert hatte. Sie war schneller und das Erdbeben richtete viel Schaden an. Auch der Flammenwurf des seltsamen Myrapla traf mächtig, doch nicht ansatzweise mächtig genug. Waldbrand schien in der nächsten Runde aus. Nun folgte Endivie, die jedoch gegen Flamara Ivy eindeutig den Kürzeren zog. Ein Pokémon blieb übrig. Leon wirkte resignativ, als er ein Shaman in die Schlacht schickte. Mein Pokémon kann noch so selten sein. Gegen dieses Evoli hat es keine Chance. Chillast hat sich wirklich eine gute Freundin gesucht. Wie auf Ansage endete der Kampf. Ivy beendete mit einem Feuersturm. Fast im Alleingang hatte sie den Kampf gegen Leon gewonnen. Doch was nun geschah, war eigenartig. Leon zog sich seine Kappe tief ins Gesicht. Doch ich bildete mir ein, hinter der Abdeckung ein Grinsen zu erkennen. Anschließend ging er wortlos und ließ all seine Pokémon zurück. Leons Karriere war an dieser Stelle zu Ende.